Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Zunächst mal wünsche ich euch allen einen wunderschönen heiligen Abend und wenn ihr das Video später guckt, auch wundervolle Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt alle ein paar schöne Tage mit euren Liebsten, kommt ein bisschen zur Ruhe, könnt die Zeit genießen. Und ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video heute überhaupt hochlade oder ob ich das irgendwie an einem anderen Tag mache. Mein normaler Upload-Rhythmus ist ja, dass ich immer am Samstag ein Video hochlade. Das ist dieses Jahr halt eben genau 24. und auch der 31. Dezember. Und ich habe dann erst überlegt, ja, guckt überhaupt an dem Tag jemand auch BookTube? Aber ich habe mir gedacht, ist eigentlich auch wurscht, weil ich meine, man kann diese Videos ja auch nachträglich noch gucken und ob es jetzt genau heute geguckt wird oder an einem anderen Tag ist ja letztendlich für den Inhalt nicht so relevant, ne? Und ja, es geht heute um Neuerscheinungen für den Januar 2023. Das heißt, falls ihr zu Weihnachten vielleicht einen Gutschein oder auch Geld unterm Baum findet, dann könnt ihr euch jetzt gleich schon mal angucken, in was ihr das dann vielleicht im Januar investieren könntet. Ich starte wie immer mit den deutschen Neuerscheinungen, komme danach zu den englischen und dieses Mal sind es auch wieder relativ viele Folgebände, kann ich schon mal ankündigen. Ich starte am 9. Januar, da erscheint If This Gets Out von Sophie Gonzalez. Ruben und Zack sind Teil der erfolgreichen US-Boyband Saturday. Mit ihren Bandkollegen Angel und John verkörpern die vier auf der Bühne den perfekten Teenage-Traum. Backstage sind sie echte Freunde. Nur, dass Ruben schwul ist, darf draußen niemand wissen. Denn ihre Rollen sind streng festgelegt. Während der großen, durchgetakteten Europatournee nimmt der Druck auf die Jungs zu und Ruben und Zack rücken näher zusammen, aus Freundschaft wird mehr. Doch als sie ihre Beziehung öffentlich machen wollen, spielt ihr Label nicht mit. Kann ihre Liebe und die Band trotzdem bestehen? Ja, ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema, weil das was ist, was ich mir vorstellen kann, was es halt eben auch in der Realität immer mal gibt, dass halt eben so Bandkollegen was miteinander haben oder auch allgemein Leute aus einer Band, aber dann darf das irgendwie nicht an die Öffentlichkeit, weil man will natürlich irgendwie so dieses Image vom Teenage-Schwarm nicht zerstören und sowas und dass es halt eben auch noch um zwei Schwule geht, ist natürlich irgendwie dann noch so on top, also man will ja, man hat ja dann meistens so die Zielgruppe von jungen weiblichen Zuschauern, die halt eben dann auf diese Boybands stehen und sowas und da will man natürlich dann das nicht so öffentlich machen, dass die schwul sind und so. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, wie das hier gelöst wird. Das ist tatsächlich ein Buch, das ich im Englischen schon so eine Weile auf dem Schirm habe, aber ich habe halt einfach noch nicht dazu gegriffen. Mal schauen, ob ich es dann auf Englisch oder auf Deutsch tun werde. Am 13. Januar erscheint dann ein Folgeband, den ich jetzt eben dann ganz kurz erwähnen werde. Und zwar Wer die Hölle kennt von Leigh Bardugo. Das ist der zweite Teil zu Das neunte Haus. Das kommt auch gleich nochmal im englischen Teil vor. Also der zweite Teil dazu kommt auch nochmal im englischen Teil vor. Denn das Ganze erscheint eben auch im Januar erst auf Englisch. Und das finde ich natürlich irgendwie immer ganz schön, wenn der Verlag sich da die Mühe macht, das halt eben so zeitnah herauszubringen. Also der englische Band erscheint nur 3 Tage vorher und es ist wirklich eine sehr, sehr knappe Zeit, so was auch so diese ganze Übersetzung und sowas angeht. Das neunte Haus war ja so ein Buch, was so ein bisschen die Gemüter gespalten hat. Irgendwie, ich fand es persönlich gut, habe aber oftmals irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich irgendwie so die negativen Stimmen so ein bisschen überwogen haben. Ich habe häufiger den Satz gehört, anders als alle anderen fand ich es nicht gut, als dass ich es halt eben andersrum gehört habe sozusagen. Ist ja eigentlich auch egal. Auf jeden Fall, wer weiterlesen möchte, hat eben ab Januar die Gelegenheit dazu. Dann am 18. Januar erscheint Ex-Hex von Aaron Sterling. Das ist ein Buch, was im Englischsprachigen auch schon so ein bisschen jetzt gehypt wurde in der letzten Zeit. Als Vivian Jones von Reese Panhallow verlassen wird, tut sie, was jede junge Hexe an ihrer Stelle getan hätte. Sie lässt sich ein Bad ein, mixt sich einen ordentlichen Drink und verflucht den Mistkerl, der ihr das Herz gebrochen hat. 9 Jahre später ist Vivi immer noch nicht über Reese hinweg und als dieser zum jährlichen Herbstfest nach Gravesland zurückkehrt, beschließt sie, ihn zu ignorieren. Leichter gesagt als getan, denn Vivis alter Fluch entfaltet mit Reese Besuch erst seine volle Wirkung und plötzlich ist das ganze Städtchen in Gefahr. Um den Fluch zu brechen, müssen Reese und Vivi zunächst äußerst widerwillig zusammenarbeiten. Doch schon bald merken die beiden, dass die Funken nicht mehr nur in den Leylinien unter der Stadt sprühen. Klingt auf jeden Fall nach einer richtig, richtig
spannenden und interessanten Geschichte, hat auf jeden Fall viele Klischees, die ich gerne lese. Also so ein bisschen dieses Hate to Love, aber auch gleichzeitig so Second Chance Love Story. Und ich glaube, das könnte ganz interessant werden, halt eben auch so mit diesen kleinen magischen Elementen und sowas. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt drauf und habe das auch im Englischen schon so ein bisschen auf dem Zettel gehabt, aber halt eben auch noch nicht dazu gegriffen. Dann erscheint am 18. Januar auch noch Die Gewinner. Das ist der dritte Teil der Björnstad-Reihe von Frederik Backmann. Dazu muss ich sagen, dass man den ersten Teil zumindest so als Einzelband auch ganz gut lesen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Teil 2 und 3 ist. Ich habe Teil 2 auf meinem Sub aber noch nicht gelesen. Deswegen kann ich da keine Angabe zu machen, inwiefern die so richtig konkret noch zusammenhängen, diese beiden Teile. Aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich dann demnächst auch irgendwann mal den zweiten Teil lesen werde, damit ich dann potenziell den dritten lesen könnte, wenn, ja, wenn es halt irgendwie einen Cliffhanger gibt oder sowas. Ich weiß es halt nicht ganz genau. Falls ihr die Reihe schon gelesen habt, dann könnt ihr es mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Der erste Teil hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Es geht ja so um eine Kleinstadt in Schweden, die halt total Eishockey besessen ist. Und dann kommt es aber zu einem Vorfall, der halt die ganze Stadt aufwühlt. Und das war wirklich, wirklich aufwühlend und extrem und hat mich sehr, sehr bewegt und mitgenommen. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was diese Reihe noch weiter so zu bieten hat. Dann erscheint am 25. Januar A Night of Promises and Blood von Anne Petzold. Als Winnie mit ihrer Schwester Sascha nach New York zog, hatte sie nur ein Ziel, ihren Vater zu finden und zu erfahren, warum er vor 14 Jahren plötzlich aus ihrem Leben verschwand. Doch den Mut aufzubringen, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen, ist leichter gesagt als getan. Zumal Winnie mehr denn je das Gefühl hat, ein Auge auf ihre jüngere Schwester haben zu müssen. Diese hat sich nämlich mit Jo angefreundet. Einer jungen Frau, die vor kurzem in die Wohnung nebenan eingezogen ist und die Winnie nicht nur wegen ihrer mysteriösen Ausstrahlung, sondern auch mit der Art, wie sie ihr Herz schneller schlagen lässt, gehörig verwirrt. Dabei ahnt Winnie nicht, dass Joe ein Geheimnis hat. Ein Geheimnis, das so unglaublich wie gefährlich ist. Und dass Winnie alles nehmen könnte, was ihr lieb ist. Klingt auch wahnsinnig spannend. Vor allem, weil es, glaube ich, auch mit Female Romance ist, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest liest sich jetzt so dieser Klappentext so. Ich habe mich da ehrlich gesagt darüber hinaus nicht viel darüber informiert oder so. Von Anne Petzold habe ich bisher noch nichts gelesen. Sie hat ja diese K-Pop-Reihe geschrieben, When We Dream heißt der erste, wurde ja wahnsinnig gehypt, habe ich nie zugegriffen, obwohl ich eigentlich irgendwie Interesse dran hätte. Aber ich muss sagen, dass mich ja das Buch jetzt sehr, sehr viel mehr anspricht noch als diese andere Reihe. Aber ja, mal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall auf die ersten Stimmen dazu. So, dann geht es weiter mit einer Reihe von Fortsetzungsbänden, zu denen ich jetzt eben nicht so viel sagen kann. Und zwar erscheint am 26. Januar Emerald Witches. Das ist der zweite Teil der Hexen von Seoul-Reihe von Laura Labas. Soweit ich weiß, ist das auch wieder eine Dilogie. Das heißt, das müsste auch gleichzeitig der Abschluss von der Reihe sein. Dann erscheint ebenfalls ein Abschluss und zwar A Touch of Malice von Scarlett St. Clair. Das ist der dritte Teil der Hades und Persephone-Reihe. Wobei, nee, ich glaube, ist das überhaupt eine Trilogie und ist da nicht noch ein weiterer Teil rausgekommen? Ich bin gerade gar nicht ganz sicher, ob ich das verwechsel oder ob ich das gerade richtig im Kopf habe. Aber auf jeden Fall, der dritte Teil von dieser Reihe erscheint jetzt. Also falls ihr die gelesen habt und mochtet, dann könnt ihr da jetzt demnächst weiterlesen. Dann erscheint am 27. Januar auch Der Schwur des Drachen. Das ist der zweite Teil zu Die sechs Kraniche von Elizabeth Lim. Eine Reihe, die ich noch nicht gelesen habe, die ich mir aber, kleiner Spoiler für meine Leseliste an dieser Stelle, für den Januar auf meine Leseliste halt eben gepackt habe. Und dann erscheint am 27. Januar auch noch Forever Material von Alexis Hall. Das ist der zweite Teil zu Boyfriend Material. Und also hier hätte ich eigentlich theoretisch vielleicht sogar den Klappentext vorlesen können, weil ich da gehört habe, dass die Bände an sich
also man kann die wohl auch so einzeln lesen, aber trotzdem gibt es natürlich so gewisse Spoiler dann auch vielleicht im Klappentext. Und deswegen habe ich mich jetzt nicht so sehr damit befasst, ehrlich gesagt. Und es ist eine Reihe, die ich noch nicht gestartet habe, die ich aber auf jeden Fall demnächst dann auch mal starten möchte. Und dann erscheint am 27. Januar auch noch Good Girl, Bad Blood von Holly Jackson. Das ist der zweite Teil zu A Good Girl's Guide to Murder. Auch hier hätte ich theoretisch vielleicht sogar den Klappentext lesen können, denn das ist quasi ein neuer Fall, der in diesem zweiten Teil aufgerollt wird. Im ersten Teil ging es ja so um einen Fall, den die Protagonistin Pip eben neu aufrollt, wo sie halt eben nicht glaubt, dass derjenige, der beschuldigt wurde, wirklich der Schuldige ist, und sie forscht dann halt eben nach. Und im zweiten Teil geht es noch um einen ganz neuen Fall, den sie halt eben bearbeitet. Ich habe die Reihe schon komplett auf Englisch gelesen. Ich muss sagen, der dritte hat mich damals wahnsinnig enttäuscht, weil der so eine ganz, ganz seltsame Wendung genommen hat. Aber an sich ist das eine wirklich sehr, sehr gute Reihe, wie ich finde, halt vor allem die ersten beiden Bände. So, und dann komme ich zum letzten Buch, was dann auch schon das für den deutschen Teil gewesen ist. Und zwar erscheint dann am 31. Januar noch The Love We Feel von Olivia Dade. Ist auch wieder ein Folgeband, aber hier kann ich den Klappentext vorlesen, weil es halt eben Companion Novels sind. Als die schwedische Schauspielerin Maria für ein Casting nach Los Angeles kommt, trifft sie in ihrem Hotel auf einen verführerischen Mann, mit dem sie spontan die Nacht verbringt. Es ist eine perfekte Nacht und trotzdem schleicht sich Maria am nächsten Morgen davon. Sie will ihr Herz schützen, denn eine Fernbeziehung von fast 9000 Kilometern hätte eh keine Chance. Doch beim Casting für eine Rolle als Wikingerin in der Erfolgsserie Gods of the Gates erlebt sie eine böse Überraschung. Ihr One-Night-Stand Peter spricht als ihr Co-Star vor und er schäumt vor Wut, dass sie ohne ein Wort verschwunden ist. Aber das ist kein Problem, denn wie wahrscheinlich ist es, dass sie beide den Part bekommen und die nächsten 6 Jahre zusammen auf einer winzigen irischen Insel drehen müssen? Ja, ich glaube, wir können alle in etwa erahnen, wie wahrscheinlich das dann ist. Das lasse ich jetzt einfach mal hier so stehen. Und damit geht es dann weiter mit den englischen Neuerscheinungen für den Januar. Und das sind auch tatsächlich gar nicht so viele, muss ich sagen. Ich fand es im Englischen, ja, sind schon ein paar gute Titel dabei, aber es war jetzt auch nicht so der Wow-Monat irgendwie von den Neuerscheinungen. Auf jeden Fall geht's los am 3. Januar. Erscheint tatsächlich ein Buch, auf das ich mich auch schon sehr freue, und zwar The Stolen Heir von Holly Black. Das ist eine neue Dilogie, die in der Elfenkrone-Welt spielt, und zwar geht es darin um Oak. Oak ist der kleine Bruder von Jude, also eigentlich nicht Bruder, aber ist halt wie ihr Bruder quasi so aufgewachsen. Und ich habe hier jetzt keinen Klappentext rausgesucht, weil ich glaube, das spoilert auch schon so ein bisschen, und da wollte ich so ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Aber kleiner Hinweis an dieser Stelle, dass natürlich auch immer alle Titel unten in der Infobox verlinkt sind. Das heißt, falls ihr Interesse daran habt, dann könnt ihr da vorbeischauen. Aber wie gesagt, kleine Warnung, falls ihr die Elfenkrone-Reihe noch nicht gelesen habt, könnte es halt sein, dass ihr euch vielleicht dafür spoilert, wenn ihr den Klappentext durchlest. Dann geht's weiter. Ebenfalls am 3. Januar erscheint dann noch Harmony and Heartbreak von Claire Kenn. Die Cousinen Rose und Cora Seville sind keine typischen Achtklässlerinnen. Sie sind Heiratsvermittler in der Ausbildung und lernen, wie man auf magische Weise Liebesbeziehungen aus San Franciscos Hotel Coeur herstellt, wo sie in der Penthouse Suite wohnen. Als junge Küken müssen Rose und Cora ihren Charme und Zauber perfektionieren, um einen Test zu bestehen, der ihre Zukunft bestimmen wird. Aber sie sind nicht auf das ganze Drama vorbereitet, das vor ihnen liegt. Die selbstbewusste, coole Rose, das vielversprechendste Küken ihrer Generation, glaubt, dass ihre Magie ihr helfen kann, jede Aufgabe zu bewältigen, die ihr zugeworfen wird. Aber dann wird sie mit einem erbitterten Rivalen konfrontiert. Wird sie der Herausforderung gewachsen sein? Die freundliche, aber komplizierte Cora steht normalerweise im Schatten ihrer Cousine. Aber neue Kräfte, die es ihr ermöglichen, die Emotionen anderer zu sehen, könnten sie zu einer Geheimwaffe in der Matchmaking-Welt machen. Werden Coras besondere Fähigkeiten ihr helfen oder ihr schaden, als ihre Schwärmerei für einen Jungen ihre Heiratsvermittlerethik aufs Spiel setzt? Ja, klingt auch super, super spannend und interessant. Ich habe von Claire Kern halt eben schon ein paar Bücher gelesen, die mir
immer sehr, sehr gut gefallen haben. Das ist hier so eine Geschichte, die so in die Middle Grade Richtung, glaube ich, geht. So Kinder, Middle Grade, irgendwie so. Ich weiß nicht ganz genau, wie die eigentliche Zielgruppe ist, aber auf jeden Fall eher so für Jüngere. Und das klingt auf jeden Fall irgendwie ganz niedlich, ganz süß. Und ja, weil ich halt eben von der Autorin überzeugt bin und weiß, dass sie gut schreibt. Deswegen habe ich es mir halt auch mal notiert. Dann, wie schon im deutschen Teil erwähnt, erscheint am 10. Januar Hellbent von Leigh Bardugo, halt eben der zweite Teil zu Ninth House. Da muss ich an dieser Stelle jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen und kann eben auch zum Inhalt nicht viel sagen. Dann am 17. Januar erscheint Mysteries of Thorn Manor von Margaret Rogerson. Das ist eine Novelle zu Sorcery of Thorns. Quasi so eine halbe Fortsetzung, kann man sagen, aber halt eben nur in Novellenform, also halt eben nur so ein ganz dünnes Büchlein. Deswegen habe ich hier jetzt halt eben auch keinen Klappentext rausgesucht. Dann geht es weiter am 19. Januar. Godkiller von Hannah Kenner. Kissen tötet Götter. Also erstmal Kissen ist der Name, ne? Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, ein Kissen tötet Götter. Ein komischer Name, aber ja, im Deutschen ist es wahrscheinlich noch ein bisschen komischer als im Englischen. Aber egal. Kissen tötet Götter, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und sie genießt es, bis sie einen Gott findet, den sie nicht töten kann. Skidikes, Gott der Notliegen, der mit einem kleinen, adligen Mädchen auf der Flucht verbunden ist. Eloges kämpfte im Krieg der Götter und half, die Stadt von 1000 Schreinen zu säubern, bevor er sein Schwert niederlegte. Eine mysteriöse Bitte des Königs schickt ihn zurück in die Stadt, die er zerstört hat. Unterwegs begegnet er einem Göttermörder, einem kleinen Mädchen und einem kleineren Gott, die nichts von seiner Suche erfahren können. Ja, ist ein Klappentext, der nicht so viel hergibt, aber ich habe da tatsächlich schon ein bisschen was Positives so von englischsprachigen Bloggern drüber gehört und deswegen habe ich das auf jeden Fall auch so ein bisschen im Auge, auch wenn dieser Klappentext meiner Meinung nach eben noch nicht so aussagekräftig ist. So, dann erscheint am 10. Januar Friday I'm in Love von Cameron Garrett. Oh, ich habe gerade gemerkt, ich bin da irgendwie mit der Reihenfolge durcheinander gekommen. 10. Januar gehört ja eigentlich ganz woanders hin. Egal, wir ziehen das jetzt einfach hier durch und tun so, als wäre nichts gewesen. Also 10. Januar, da erscheint eben Friday I'm in Love von Cameron Garrett. Mahalia Harris will. Sie will eine große Sweet 16 Party wie ihre beste Freundin Naomi. Sie möchte, dass das super süße neue Mädchen Shaban sie ebenfalls mag. Sie möchte eine Pause von ihren Sorgen haben über Geld, abfällige Bemerkungen von weißen Klassenkameraden, mitleidige Blicke von Kirchenfrauen, alles davon. Dann schlägt die Inspiration zu. Für eine Sweet 16 Party ist es zu spät. Aber was wäre, wenn sie eine Coming-Out-Party hätte? Eine Feier zum Singen, Tanzen, Regenbogenkuchen essen und Zelebrieren der Queerness zu ihren eigenen Bedingungen. Die Idee entfacht ein Feuer in ihr und bald knausert und spart Mahalia, nimmt Überstunden bei ihrem Job nach der Schule, probiert Kleider an und flirtet unbeholfen mit Shaban. Alles in Vorbereitung auf das Coming-out ihrer Träume. Aber es dauert nicht lange, bis sie unter einem Berg aus Rechnungen, unerledigten Schulaufgaben und genug Drama begraben ist, um ihre Englischlehrerin erröten zu lassen. Wird Mahalias Party mit all der Verantwortung auf ihren Schultern vorbei sein, bevor sie überhaupt begonnen hat? Ein Roman darüber, sich selbst zu finden, sich zu verlieben und zu feiern, was einen ausmacht. Klingt auch nach einer sehr, sehr interessanten Geschichte. Ich finde irgendwie dieses Konzept von so einer Coming-out-Party eigentlich irgendwie ganz cool und bin gespannt, was da so draus wird und ja, was dann noch so weiter passiert. Und dann gibt es tatsächlich nur noch eine letzte Neuerscheinung im englischen Teil und da bin ich auch mega, mega gespannt drauf und das ist auch ein Buch, das ich sehr, sehr bald dann lesen möchte. Also im Januar wird es dann nicht mehr was, weil das erst am 31. Januar erscheint, aber ich nehme mir das dann auf jeden Fall für Anfang Februar vor und zwar Chain of Thorns von Cassandra Clare. Das ist der dritte Teil der The Last Hours Trilogie. Also der erste Teil war ja Chain of Gold, dann kam Chain of Iron und jetzt ist eben der Abschluss von dieser Reihe, der endlich erscheint, nachdem der, ich glaube, 2 oder 3 Mal verschoben wurde. Eigentlich sollte der, glaube ich, schon vor einem Jahr ungefähr rauskommen, also nicht vor einem Jahr, aber halt Anfang 2022 sollte der, glaube ich, irgendwann rauskommen und wurde dann irgendwie ein paar Mal verschoben und jetzt ist es endlich soweit und ich bin sehr, sehr gespannt
auf diesen Abschluss und freue mich da sehr drauf, den endlich demnächst lesen zu können. Und ja, das sind halt eben die Neuerscheinungen, die ich so rausgesucht habe für den Januar. Wie gesagt, das waren dieses Mal jetzt nicht so ganz so viele, beziehungsweise auch eben viele Folgebände, zu denen ich nicht so viel sagen konnte, einfach um nicht zu spoilern. Und ich hoffe wie immer natürlich, dass ihr irgendwas Neues für euch entdecken konntet, dass ihr viel Spaß mit diesem Video hattet. Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, auf welche Neuerscheinungen ihr euch so besonders im Januar freut. Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!